everyone. How are you? Fine, thank you. Oh my God! Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Habt ihr das am Anfang erkannt? Ja, wenn nicht, schafft ihr schon noch irgendwann. Wir haben wieder ein Unboxing da und wir schauen uns jetzt mal an, was es ist, denn ich denke, es ist eine Wig und die passt zu einer Maske, die ich letztens hatte. Wer sich daran erinnern kann? Ich finde es auf jeden Fall mega geil und kann man lassen. Und ich würde sagen, wir packen das gute Stück jetzt einfach mal aus und schauen mal, was passiert. Beziehungsweise schauen mal, was passiert ist, wenn jetzt irgendwas rauskommt. Yo, da ist das gute Stück. Und China Post hat das mal wieder verschickt. Chemical Viper Wig. Chemical? Was? Okay, lass mal auspacken. Okay. Alles klar, es ist eine, es sieht einfach aus wie eine ganz normale Wig. Jetzt schauen wir mal. Sieht aus, als hätte man nachdem ich beim Friseur war, direkt gescalpt. Und das hätte man hier verpackt. Oh, das ist ein wunderschönes Haustier. Ja, schaut euch das mal an. So schaut das gute Stück aus. Und jetzt schauen wir mal, wie das an mir ausschaut. Es soll ja eigentlich eine Wig von Kaneki sein. Bin ich mal gespannt. Also um die zu tragen, glaube ich, brauche ich erstmal mein Werkzeug hier. So, damit da auch Platz ist, muss ich mir, glaube ich, mal ein kleines Zöpfchen machen. Ja. Und jetzt gucken wir mal. Oder wie macht ihr die Wigs drauf? Macht ihr einen Zopf oder was zieht ihr da drüber? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich glaube, das ist auch die Vorderseite, oder? Sagt mir, helft mir. Helft mir bitte. Hinten ist was zum Einhaken. Okay, bin gespannt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann kann man einhaken, was auch immer. Ja. Und? Wie schaut's aus? Ah. Wie schaut's aus? Nee, ich sehe aus wie He-Man für Arme. Passt nicht so ganz, oder? Ihr seht den New Kid. Was ist los? So ein Feuerball, Junge! Hä? Mann, wie setzt man die auf? Ich tippe mal so rum. Und die muss wahrscheinlich noch gestylt werden. Okay, das sieht irgendwie auch sehr komisch aus. Ich weiß auch nicht. Jetzt hängen meine Haare auch schon raus. Naja, ich suche mir jetzt einfach mal ein Bild raus. Um mal zu gucken, wie man die vielleicht sein kann. Ein Bad Hair Day, würde ich mal sagen, habe ich heute. Oh mein Gott. Okay, ich bin gleich wieder da. Ich versuche mal mein Bestes. Rauskriegen konnte aus der ganzen Geschichte. Ich bin halt einfach nicht gut im Wig-Style. Vielleicht kann mir da jemand von euch mal einen Tipp geben. Wie gesagt, man muss halt schneiden und so weiter. Das kann ich halt überhaupt nicht. Aber ich denke, wenn man, ich habe gerade Tutorials angeschaut, wenn man das kann mit Schneiden, Stylen etc., ist diese Wig perfekt zu dieser Maske. Was meint ihr? Vielleicht habt ihr ein paar Tipps oder kennt Cosplayer, mit denen ich am besten da ein Video drüber mache. Ja, also ich finde, als Fazit grundsätzlich kann man aber sagen, ich rede jetzt mal so. Als Fazit kann man grundsätzlich sagen, dass eigentlich die Wig für den Preis, ich glaube, die kam mit 5 Euro, 7 Euro, ist voll und ganz okay und kann man voll lassen. Jetzt bin ich gespannt, was man da noch rausstylen kann aus der ganzen Geschichte. Ja, helft mir, helft mir. Aber ich weiß noch, was die Sache jetzt schreit. Opening Montage! Oh, shit!
Leute mein Produkt. Mama fragt, hast du heute nach nem Job geguckt? Ich so klar, habe zwar erstmal gezuckt, doch sage stolz, ich bin Sozialarbeiter bei Facebook. Und ich habe jahrelang trainiert, wegen meinen Muskeln muss ich mich auch nicht genieren. Denn meine Daumen sind so stark wie vier. In Diablo hab ich alle Patagon-Level, yeah. Wenn ich so viel weiter zock, bekomme ich bald Gicht. Ist mir doch scheißegal, aber lieber nicht. Sogar Teddy meint, das ist die richtige Entscheidung.